Im Zuge unserer zukünftigen Umbaumaßnahmen habe ich hier noch ein RGB-Licht für die Wand. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem technischen Kanal zum neuen Video RGB-Video eingeschaltet habe und wieder dabei seid. Und sollte euch Technik und allerlei Krimskrams und PC interessiert, dann liegen Sie hier richtig, dann lassen Sie doch bitte ein Abo da. Da schon mal danke. Ja, eines meiner Lieblingsbeschäftigungen, hier ist eine Smart Spilling, ich kann das gar nicht aussprechen. Das Modell JSKP22, das ist, kann man sich so an die Wand machen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das sind hier so Lichtleisten, die man zusammenstecken kann. Das Ganze funktioniert per RGB, Starter-Kit steht hier drauf. Na, ich weiß nicht, was drin ist. Ich wollte es einfach haben, weil wir nächstes Jahr hier die Räumlichkeiten umgestalten und da gibt es dann nochmal ein spezielles Video, aber es ist noch in Arbeit. Noch ist das derzeitig technisch noch nicht möglich, aber so das eine und andere. Und da soll das dann immer später an die Wand, wenn ich das streame oder für mich persönlich. Und das möchte ich euch mit euch gerne anschauen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Aus meiner RGB-Abteilung gibt es mal was Neues und jetzt geht's ab zum ja, Lichtleisten, Wand, Check. Viel Spaß beim Video. So, da das Ganze ein bisschen größer wird, werden wir das natürlich auch ein bisschen hier ausbreiten müssen. Also, wir haben hier erstmal, oh, da ist jetzt ganz viel Kram dabei. Ja, zum Aufkleben, das Übliche an die Wand ist da drin, eine Anleitung. Okay, was in Deutsch? Oh ja, wir müssen uns eine App ziehen. China, bla bla bla. App-Funktion. Das mache ich jetzt nicht. Weil das heißt wieder Bluetooth oder irgendwie anders. Das ist in Englisch. Das finde ich schon mal schlecht. Also englische Bedienungsanleitung mag ich gar nicht. App-Control, klar kann man das machen. Ist sogar Alexa-fähig, wenn man das hier so at home screen. Naja, vielleicht mache ich es doch. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt erstmal hier rausziehen. Also das mal das Netzteil. Und das ist so schlecht jetzt schwer verpackt. Okay, hier haben wir schon mal ganz Menge Kram, was wir zusammenstecken können. Und das kann man sich dann, glaube ich, so individuell machen. Wir gucken mal, wir haben davon okay. Ja, da braucht man schon viel Platz. Das wird also auf dem normalen. Davon sind auch genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das sogenannte Starter-Kit. Hier sind noch irgendwelche Klemmen drin. Selber mal gucken. Ah, das soll man irgendwie da einklemmen. Dann müssen wir gleich mal gucken. So. Das Ganze wird natürlich dann immer meistens so. Hier sind die Kontakte drin, dann müssen wir auch dementsprechend die Kontakte schließen. Okay. Ob das hier da mal funktioniert. Ich hatte aber was Ähnliches und da hatten wir dann schon mal Theater mit. So muss man sich das Ganze mal vorstellen. So, wir stecken erstmal als erstes das Ganze so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, das Kleben brauchen wir jetzt nicht. Da kann man sich ja jetzt individuell was zurecht machen. Wir nehmen hier, da ist der Stromanschluss. Und ich check noch nicht so ganz genau, wie das jetzt. Ah, da. Es muss auf jeden Fall so rum, warum das auch so immer so ist. Soll das zur Seite leuchten, weil andersrum geht auf keinen Fall, ne? Das seht ihr auch. Okay, dann ist das so. Ich versuche das mal einfach zu machen. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal und da gab es wirklich Probleme mit den Kontakten. Könnte man jetzt rein theoretisch, das würde nicht ausreichen. Na, das ist ein bisschen doof. So. Und wir machen die Enden natürlich zu. Na? Müsste man sich das jetzt so vorstellen. Ja, Power drauf. Safety Power. Den Code mal eingescannt und das läuft über Smart Life. Das heißt, wir können auch eine Tuya, müssen eigentlich das über Tuya auch zum Laufen kriegen, weil die Smart Life nutze ich nicht mehr. Werden wir mal versuchen dann. Okay, der funktioniert schon mal nicht. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Fängt an zu blinken. Und ich nehme mal die Tuya-App. Ich mache das jetzt mal wirklich freie Hand. Und guck mal, ob er was der sagt. Okay, wir kriegen JPK gleich angezeigt. Das nehme ich mal weg. So, ist auch schon hinzugefügt. Jetzt können wir. Es dauert ein bisschen. Und wir lassen es laufen. Er hat sich einbekommen. Okay. So, jetzt können wir das Ding. Benennen. Dann gehen wir wieder erstmal fertigstellen. So. Jetzt können wir bearbeiten. Den Namen. Wand RGB. Das kann man ganz leicht hier reingeben. Halt nicht N. RGB. Und dann geht er auf Speichern. So, Locations ist. Jetzt kann man auch die Locations aussuchen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel. Das wird Wohnzimmer und fertigstellen. So, jetzt können wir abgehen. Alexa. Gerätesuche. Ist Alexa fähig? Gerätesuche wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern. Habt ihr gehört? Schalte deine neuen Geräte jetzt ein und rufe gegebenenfalls den Kopplungsmodus auf. So, jetzt gehen wir mal rauf, was wir hier denn so Schönes machen können. Wir haben Farbe. Die können wir hier verstellen. Ich mache mal das Licht aus, weil, oder beziehungsweise ich werde jetzt mal, wir machen mal so live ohne Großschnitt. So, ich kann jetzt hier rumstellen, wie ich lustig bin. keine neuen Smart Home Geräte finden. Du kannst es erneut versuchen oder, falls du Hilfe beim Verbinden benötigst, tippe auf Hilfe im Gerätebereich der Alexa-App. Alexa, Wand RGB aus. Okay. Alexa, Wand RGB an. Okay. Übrigens lerne ich immer noch mehr über Wand RGB. Ist sie im Wohnzimmer? Ja. Hervorragend. Wand RGB funktioniert jetzt mit der Wohnzimmerbeleuchtung, wenn du sagst, mach das Licht an. Okay, habt ihr gehört, ja? Also man kann sich hier nicht... Es sieht schon geil aus, muss ich ehrlich sagen. Man kann hier sich wirklich... Also ich ziehe mal die Kamera weiter weg, damit ihr das noch sehen könnt. Wir haben sogar einen Musikmodus. 1, 2, Test. Rock. 1, 2, Test. Ich mache hier den leisen oder den lauten. Wir machen mal Musik. So muss man sich das an der Wand vorstellen. Genießt die kleine RGB-Show. Sieht schon cool aus. So, um den Dings noch zu nennen, das ist NEFFEXX Get Touch. Nur geil. So, hier nochmal an, können wir dann nochmal Plus Minus einschalten. Das kann man voll geben. Ja, ich bin da jetzt gegengekommen, jetzt natürlich der Schalter weg. Vorführeffekt. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass das richtig zusammen ist, ne? Das könnt ihr ein bisschen besser halten. Aber wenn das nachher an der Wand ist und richtig befestigt ist, müsste das leichter sein. Wir können Plus-Minus machen. Wir können den RGB-Modus machen. Das kann man sich nochmal einstellen und man kann den Musikmodus machen. 1, 2, 3, 4 Test. Hier läuft es dann auch nochmal. Verschiedene Farben einstellen. Oder hier geht nur, nee, ja, hier gehen nur die beiden. Also besser ist das dann, hier RGB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sind wir wieder bei Rot. Das kann man durchschalten. Also die Lauflichter gehen hier nicht. Reicht aber. Also eingebautes Mikro, kann man sich nicht beschweren. Einziger Nachteil ist die Anleitung. Die ist einfach schlecht. So, dann kommen wir jetzt zu meinem Endreview. So, da sind wir zurück von unserer Smart RGB Light Spice Link, wenn ich aber, da steht Wandbeleuchtung dran. Also wirklich schön gemacht. Also optisch ist das natürlich toll. Der Musikmodus gefällt mir. Das Ganze über eine App-Kontrolle. Ich kann hier also die Smart Home oder Smart Life App, oder ich kann natürlich auch hier die Tuya-App benutzen. Das ging ja ruckzuck eingebunden, da brauchen wir nichts mehr machen, weil ich die schon drauf habe. Preis-Leistungs-Verhältnis 39 €, also knapp 40 €, ist schon heftig. In der 9er Version kostet sie 70 €. Man kann sich die 3 aber nochmal nachbestellen. In diesem Fall, weil ich sie ja nicht bezahlt habe, werde ich mir die 3 auf jeden Fall nachbestellen. 16 Millionen Farben hat man hier. Ausleuchtung ist wirklich toll. Da kann man sich einstellen, was man da lustig hat. Da hat man viele Möglichkeiten. Da brauchen wir auch gar nicht näher drauf eingehen. Das ist echt genial. Ja, wer drauf steht, na, mit 6 kann man da so ein bisschen schon was machen, so in meiner Form, aber wie gesagt, ich bin da so eher der Meinung, dass man hier so ein bisschen noch was nachbestellen. Was nicht geht, ist eine englische Bedienungsanleitung. Das muss ich wirklich, da bin ich immer ganz knallhart, das sage ich, das funktioniert nicht. Wer kein Englisch kann und vielleicht eine andere Sprache, Russisch oder was weiß ich, in der Schule gelernt hat, der ist hier ein bisschen aufgeschmissen. Das Einscannen der App hat super funktioniert. Na, da kriegt man halt die Smart Life präsentiert. Ihr könnt auch die Tuya-App nehmen. Funktioniert super. Smart Life nutze ich nicht mehr. Sowieso alles der gleiche Mist. Im Prinzip. Ja, dann haben wir natürlich die Steckverbindung. Hier ist wirklich Verbesserungspotenzial angesagt. Das geht doch schon leicht auseinander. Also ich weiß das von anderen Dingen, die ich euch nicht gezeigt habe, dass man da schon seine Problemchen an der Wand bekommt. Na, die habe ich dann abgerissen und in eine Mülltonne geschmissen, weil das war wirklich Schrott. Das geht hier noch, wenn man es richtig zusammensteckt. Das könnte kräftiger zusammen sein. Das werde ich aber später an der Wand feststellen. Klebestreifen sind bei und man hat noch diese kleinen Plastikdinger, die dabei sind. Die sind zur Kabelführung für euer Kabelmanagement. Die kann man sich sind 10 Stück dabei, kann man sich die an die Wand festmachen. Na, und kann sich das schön verlegen. Kann ich hier nicht machen, weil dieser Raum wird irgendwann mal das zukünftige Schlaf-Gaming-Zimmer, Tageszimmer meines Sohnes. Na, da gehe ich irgendwann mal später drauf ein, wieso, weshalb, warum. Ich ziehe eine Etage rüber und es wird hier ein bisschen Veränderungen geben. Aber das sind persönliche Geschichten. Da sind wir noch nicht so weit. Das wird wohl nächstes Jahr stattfinden. Und dann vielleicht erzähle ich dann auch mal was darüber. Ja, zur Bewertung. Tja, diese beiden Punkte muss ich abziehen. Das sind Preis ist schon ganz schön, na, auch, aber will ich es mir kaufen? Ja, ich als RGB-Fan finde sie optisch schön. Gefällt mir besser als diese vielen Platten, die man da dran hat, weil das nimmt unheimlich viel Platz weg und man hat keine andere Dekorationsmöglichkeiten, weil ich habe hier noch so viel an der Wand, was man später haben muss, was man so vielleicht nochmal dazwischen klemmen kann. Optisch sieht das bestimmt sehr schön aus, und gerade beim Streaming oder ich stehe ja nun auf sowas. Ist das schon toll. Ja, Gesamtbewertung 3,8, 3,9, wie beim Eiskunstlaufen, also knappe 4 Sterne. Ich packe euch das mal in die Videobeschreibung. Ihr wisst ja nun, worauf ihr drauf achten müsst. Und wenn sich sowas an die Wand machen, ist das super toll. Das ist bei mir gekennzeichnet mit dem blauen Punkt und AMZ, ein sogenannter Amazon-Partner-Link. Da kriegt der Kanal eine kleine Provision. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid. Aber das ist mal ein System, was mir persönlich gefällt, was optisch auch was hergibt. Na? Ja. Also ab in die RGB-Videobeschreibung als Partnerlink. Ja, und so, das war es soweit von meiner Stelle. Natürlich, wie gesagt, schreibt selbst in die Kommentare, was ihr davon habt. Aber für den Gaming- und RGB-Fan ist es genau das Richtige. Nächste Video am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Ich muss jetzt leider öfters Brille tragen. Ich fange immer an, schlechter zu gucken. Muss mich da wirklich mal dran gewöhnen und auch zum Augenarzt. Hilft dir nichts. Nur mal so am Rande. Wie gesagt, nächstes Video am Start. Und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Und immer schön Abo dalassen, ne? Und Daumen hoch für unseren kleinen RGB- und Technikkanal. Ganz wichtig. Da schon mal danke. Ich sage an dieser Stelle tschüss, bye bye, bis zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Darky, bye bye.